17. November 2020, 12.05 Uhr. Anja und Martin im Gespräch mit Herrn 1. Polizeihauptkommissar Thomas Geithner, Sprecher der Polizeidirektion Dresden. Guten Tag, Herr Geithner. Warum sind Sie heute hier? Ja, hallo. Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden haben heute sogenannte Exekutivmaßnahmen in Berlin durchgeführt. Die stehen im Zusammenhang mit dem Einbruch in das historische grüne Gewölbe vor knapp einem Jahr in Dresden. Was ist dort genau passiert, nochmal in der Zusammenfassung, vor einem Jahr? Das war ein spektakulärer Kunstraub. Können Sie uns da nochmal die Erkenntnisse zum Tathergang zusammenfassen? Ja, vor knapp einem Jahr sind unbekannte Personen in das grüne Gewölbe eingebrochen. Das grüne Gewölbe ist ein Teil im Dresdner Residenzschloss. Die Täter haben zuvor das Licht ausgeschalten, die Laternen ausgeschalten durch den Brand. Schwarten, oder? Also von vorne nochmal, oder? Also die Täter haben zunächst durch die Inbrandsetzung des Stromkastens dafür gesorgt, dass die Straße unbeleuchtet war, haben dann ein Gitter des Fensters aufgeschnitten, haben die Fensterscheibe aufgedrückt, sind in das Residenzschloss hinein, haben die Vitrine eingeschlagen und haben dort mehrere Schmuckstücke entwendet, sind dann mit dem Fahrzeug geflüchtet, haben das in der Tiefgarage letztlich angezündet, das Auto, um Spuren zu verwischen, und sind dann erstmal unerkannt geflohen. Auf wie viel Euro wird der Schaden beziffert? Also in den Medien war von 100 Millionen Euro die Rede, die dieser Schatz wert sein kann. Ja, es gibt eine echte Schätzung, gibt es nicht. Die Kunsthistoriker sagen natürlich, das ist unbezifferbar. Der große Wert ist auch das Ensemble insgesamt. Das haben die nicht alles gestohlen, sondern eben Teile davon. Und einen materiellen Wert in dem Sinne konnte bisher noch niemand beziffern. Gut, wer sind heute hier die Beschuldigten, gegen die ermittelt wird? Und ja, welche Räumlichkeiten werden im ganzen Land Berlin durchsucht? Wir haben bzw. durchsuchen noch insgesamt 18 Objekte. Im Schwerpunkt sind das Wohnungen, sind aber vereinzelt auch in Garagen dabei oder auch Fahrzeuge. Zielrichtung ist zum einen natürlich diese Kunstgegenstände im besten Fall, ansonsten aber auch klassische Beweismittel wie Bekleidungsgegenstände, Werkzeuge oder auch Speichermedien. Zweites Ziel des Einsatzes ist die Festnahme von Personen. Wir haben heute früh insgesamt 3 Personen angetroffen und festgenommen. Das sind 3 deutsche Staatsbürger im Alter zwischen 23 und 26 Jahren. Alle 3 Personen werden dem sogenannten Clanmilieu zugeordnet. Sie sind inzwischen auf dem Weg nach Dresden und sollen im Tagesverlauf noch dem Ermittlungsrichter in Dresden vorgeführt werden. 2 weitere Personen, nach denen fahnden wir im Moment öffentlich, die haben wir heute früh nicht angetroffen. Auch für die gibt es ebenfalls einen Haftbefehl. Das sind 2 21-jährige Männer, nach denen wird seit wenigen Minuten öffentlich gefahndet. Sie haben gerade das Clan-Milieu erwähnt. Trägt dieser Kunstraub in Dresden, über den ja die ganze Welt berichtet hat, auch die New York Times, die Handschrift von sogenannten Clan-Mitgliedern? Ja, das ist die Frage, was man unter Handschrift versteht. Tatsache ist, die Personen, die wir heute festgenommen haben, beziehungsweise nach wir fahnden, gehören alle zu einem Clan. Das sind die Täter oder die wir für die Täter halten. Also insofern gibt es auf jeden Fall diesen Zusammenhang. Ich frage deshalb, weil in der Presse darüber geschrieben wurde, heute auch im Tagesspiegel, große Zeitung in Berlin, dass es Ähnlichkeiten gäbe zu dem Fall des Raubs der Goldmünze im Berliner Bode-Museum. Auch ein spektakulärer Kunstraub, eine auch wertvolle Münze. Und es gab wohl einen Überfall auf einen Geldtransporter hier in Berlin. Und die Gemeinsamkeit soll die Nutzung eines Hydraulikgeräts gewesen sein, das wohl zuvor der Feuerwehr entwendet worden sein soll. Haben Sie dazu Erkenntnisse zu diesem Hydraulikgerät, was eben in der Lage sein soll, auch sich Zugang zu verschaffen durch schwere Türen zum Beispiel? Ja, ich weiß, dass es diese Werkzeuge gibt, aber das sind natürlich Details der Ermittlungen und auch Spuren der Ermittlungen, die wir zu dem derzeitigen Zeitpunkt nicht kommunizieren oder kommentieren. Auffällig bei diesem Einsatz ist ja auch die besondere Ausrüstung der Polizisten, also sehr große Waffen. Jetzt haben wir einen gesehen mit sehr viel Schutz. Was ist das für eine Uniform und warum gerade hier heute so eine Ausrüstung?
Ja, wir haben insgesamt 1600 Einsatzkräfte hier zum Einsatz gebracht. Neben sächsischen Beamten auch Kollegen aus mehreren anderen Bundesländern, auch darunter mehrere Spezialeinsatzkräfte aus Sachsen, Berlin und auch von der GSG 9. Hintergrund ist eben das Milieu, in dem dieser Einsatz stattfindet. Man hat es gerade in den vergangenen Tagen auch deutlich lesen können, was hier im Hintergrund schwelt in Berlin. Das war eigentlich unsere größte Sorge, dass unsere Durchsuchungsmaßnahmen möglicherweise interpretiert werden als ein vermeintlicher Angriff von einem anderen Clan. Deswegen eben auch diese Schutzausrüstung und deswegen eben auch die Spezialkräfte, die hier zum Einsatz kamen. Sie spielen an auf Presseberichte, demzufolge es Auseinandersetzungen geben soll zwischen tschetschenischen oder arabischen Clans in Berlin. Richtig. Und die auch zum Teil mit großer Gewaltbereitschaft ausgetragen werden, diese Konflikte. Genau, wir sind als Dresdner natürlich nur mittelbar an den Ereignissen hier beteiligt. Wir konsumieren das natürlich auch über die Medien vor allem, aber haben auch Verbindungsbeamte hier im Landeskriminalamt. Deswegen waren wir uns der Besonderheit der Situation jetzt bewusst, mal unabhängig davon, dass der Fall an sich natürlich einer der größten Fälle überhaupt ist, den wir als sächsische Polizei bearbeiten. Gab es bisher irgendwelche Zwischenfälle, Verletzte? Nein, also wir haben heute früh um 6 mit dem Einsatz begonnen und haben quasi zeitgleich an allen Wohnungen vor Ort gewesen. Und tatsächlich ging der Einsatz bislang ohne Zwischenfälle über die Bühne. Es gab jetzt auch keine, sag ich mal, Zusammenrottungen vor den Gebäuden. Das hatten wir jetzt auch im Kalkül, dass das passieren könnte, dass die Familien vielleicht mit raustreten. Aber nein, es lief am Ende fast wie ganz normale Durchsuchungen. Und wurden schon Kunstgegenstände, sowas in der Art gefunden? Beweise? Ja, dafür ist es noch zu früh. Wir wollen erstmal die Ermittlungen, die Durchsuchungen abwarten, wenn wir allen Objekten fertig sind. Und mit der Kommunikation von Zwischenständen tun wir uns eher schwer. Wurden denn, können Sie sagen, ob Waffen gefunden wurden in diesem Umfeld? Dazu möchte ich Sie nochmal vertrösten. Wir werden heute nochmal ein Fazit ziehen nach Ende der Maßnahmen und dann werden wir auch informieren, was wir am Ende wirklich gefunden haben. Ich habe doch noch eine Frage. Es sind ja die Bedingungen dieses Einsatzes besonders, weil es eine Pandemie gibt. Das Coronavirus ist in aller Munde, sage ich mal, großes Thema. Schützen sich da die Beamte auch diesbezüglich? Also die Beamte brauchen ja den Eigenschutz, falls sie mit einem Widerstand rechnen müssen von Seiten der Beschuldigten oder anderer beteiligter Personen. Aber muss hier auch eben noch diese besondere Situation mit einkalkuliert werden, dass es sich halt um eine Pandemielage handelt? Ja, das ist absolut richtig. Wir haben tatsächlich auch ein eigenes Hygienekonzept für diesen Einsatz gestrickt. Fängt damit um, dass wir die Möglichkeit haben, abhängig von den Personen, die wir feststellen, Schnelltests durchzuführen, natürlich nur auf freiwilliger Basis. Wir haben, wenn sich dieser Verdacht erhärtet in der Wohnung, dann würden die Kollegen auch mit einem Gesamtvollschutzsicherungsanzug reingehen. Und ansonsten gelten auch die normalen Regeln. Also eine der ersten Handlungen in der Wohnung ist dann sofort die Fenster zu öffnen, um zu lüften. Also so banal das klingt, aber tatsächlich ist das ein anderer Ablauf, als wir es bisher kennen. Das muss alles mit vorgedacht werden. Gab es denn Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, die jetzt hierbei beobachtet werden konnten? Also das wiederum stand nun nicht im Fokus unserer Einsatzmaßnahmen. Es ging tatsächlich eher darum, uns selbst zu sichern, beziehungsweise eben auch diesen, je nachdem, wir wissen ja nicht, wie viele Personen in der Wohnung uns erwarten, die eben so aufzuteilen, dass das Gesundheitsrisiko für alle gering ist. Aber was das Infektionsschutzgesetz in Berlin angeht, das war jetzt nicht auf unserer Agenda. Aber ich sehe auch im Hintergrund, läuft ja der Einsatz hier in Berlin-Kreuzberg, auch nicht weit von Neukölln. Und ich sehe jetzt eigentlich nur Beamte, die Handschuhe tragen und Mund-Nasen-Schutzbedeckung tragen. Also insofern denke ich, ist das Lüften nur eine Maßnahme jetzt in dieser besonderen Situation, sondern ich sehe ja wirklich alle Beamten mit Mund-Nasen-Schutz und mit Handschuhen, die hier am Einsatz beteiligt sind. Das ist ja sicherlich auch dem Infektionsschutz geschuldet, nehme ich an. Also der Mund-Nasen-Schutz auf jeden Fall. Handschuhe, denke ich, ist schon eher Standardausrüstung. Wichtig ist ja, die Kollegen, die jetzt länger in der Wohnung sind, also die durchsuchen, die müssen eben besonders geschützt werden und die haben beispielsweise eben auch diese Ganzkörperanschütze, die man auch aus dem Tatort so kennt für die Kriminaltechniker, aber in dem Fall eben aus Vorkehrung, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Noch eine ganz praktische Frage. Wir haben auf dem Weg zu Ihnen einen LKW gesehen. Ist er dafür da, um einfach die vielen Beweismittel nach Dresden bringen zu können? Das kommt
Kommt jetzt darauf an, was Sie für einen LKW gesehen haben. Wir haben zum Beispiel den, den Sie jetzt, wenn Sie kurz hier rüberschwenken, den LKW, den blauen, wenn man den sieht, das ist zum Beispiel ein schlichter Toilettenwagen, weil unsere Einsatzkräfte nach mehreren Stunden auch mal aufs Klo müssen. Das hat jetzt nichts mit Beweismitteln zu tun. Aber Sie müssen wahrscheinlich alle Beweismittel auch schon praktisch nach Dresden bringen, nehme ich an. Ja, absolut. Das Verfahren wird in Dresden geführt. Die Staatsanwaltschaft Dresden führt das. Und nicht nur die Täter müssen nach Dresden, sondern tatsächlich alle Spuren, alle Beweismittel, die wir hier sicherstellen. Glauben Sie, es besteht die Chance, die Verantwortlichen da zu ermitteln? Und zu, wenn auch der Schatz vielleicht nicht in Gänze wiederbeschafft werden kann, aber die eben Verantwortlichen dann, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden könnten? Ich denke, die 5 Personen, die wir jetzt auf dem Radar haben, also die 3 Festgenommenen und die 2, nach denen wir fahren, das sind die Hauptpersonen in unseren Augen. Tatsächlich losgelöst davon ist die Frage, was ist aus dem Schatz geworden? Da denken wir, da bräuchten wir schon sehr, sehr viel Glück, dass man die tatsächlich in den Wohnungen nur gerade knapp ein Jahr nach der Tat finden würde. Aber vielleicht finden wir zumindest neue Ansätze, was aus dem Schatz geworden ist. Gibt es in Deutschland eigentlich so eine Kronzeugenregel, wie man das aus den Filmen kennt? Das heißt, wenn einer spricht, kriegt er vielleicht Strafminderung, wenn er damit die anderen Mittäter belasten könnte und das vielleicht zur Aufklärung des Falles beitragen könnte. Wissen Sie, ob es das sowas gibt oder hier eine Rolle spielen könnte? Da muss ich passen. Da wäre, glaube ich, die Staatsanwaltschaft der bessere Ansprechpartner, was diese Regelung angeht. Weiß ich jetzt nicht. Gibt es noch was, was Sie hinzufügen möchten? Läuft die Zusammenarbeit gut mit den Landespolizeien und mit den Spezialkräften GSG 9 und wie wird das koordiniert? Das würde mich jetzt noch interessieren. Das muss man ja sicherlich irgendwie koordinieren. Ne? Das ist ja sicherlich aufwendig, so viele verschiedene Polizeikräfte miteinander ja, in Einklang zu bringen, dass das dann auch wie am Schnürchen läuft am Einsatztag. Ja, wir haben den Einsatz natürlich mehrere Wochen vorbereitet. Der Einsatzstab oder die Einsatzführung sitzt auch in Dresden, sozusagen die Gesamtverantwortung haben. Aber Sie können sich das vielleicht so vorstellen, jedes Durchsuchungsobjekt, so wie jetzt hinter mir, ist ein einzelner Einsatzabschnitt und der löst quasi das ganze Objekt, alles was da dran hängt. Und das gibt es eben 18 Mal und von daher sind die Schnittmengen jetzt gar nicht so groß, weil wenn man jetzt jedes Objekt einzeln für sich betrachtet, ist es schon ein gewisser Routineablauf und dabei muss jetzt nicht jeder Beamter mit jedem Beamten von den 1600 kommt in Kontakt. Also das ist am Ende ist es gar nicht so kompliziert, wie sich das vielleicht jetzt anhört. Aber ich habe mal von einem anderen Einsatz gehört, es gibt im Bundesinnenministerium auf jeden Fall so eine Stelle, die solche Einsätze koordiniert, wenn Polizeikräfte von verschiedenen Bundesländern zusammengezogen werden an einem Einsatzort und möglicherweise auch noch die Bundespolizei. Ne? Dann gibt es, glaube ich, so einen Koordinator, der das dann ganz praktisch, also man die Bestellung, man muss das ja irgendwo bestellen. Ne? Ja. Ja, das ist aber jetzt, da vermischen Sie jetzt ein bisschen was. In dem Fall ist es halt ein Einsatz der Polizeidirektion Dresden. Das heißt, auch die Polizeidirektion Dresden ist verantwortlich, dass man die Kräfte kriegt. Die muss man dann anfordern über den Bund in der Tat. Aber das koordinieren wir alles selber. Aber es gibt natürlich auch Bundesbehörden. Wenn zum Beispiel das BKA einen Einsatz durchführt, dann ist es eine Bundesbehörde, die das macht. Und dann läuft das oben so im zentralen Stab. Das ist jetzt aber nicht so eins zu eins vergleichbar mit unserem Einsatz. Letzte Frage noch zu dem Tathergang. Da gab es in der Presse auch Berichte, Spekulationen, ob die Täter einen ja, Verbündeten in der Örtlichkeit dort, die ausgeraubt wurde, hatten. Können Sie dazu was sagen, ob da einer kooperiert haben könnte in der Schatzkammer mit den Tätern möglicherweise? Nee, auch das betreffe Details des Verfahrens. Auch da müssen Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft wenden. Ja, vielen lieben Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und noch einen erfolgreichen Einsatz. Hoffentlich werden die Täter geschnappt, wenn ich das mal so umgangssprachlich formulieren darf. Ja. Vielen Dank. Nehme ich gerne mit die Wünsche.